Gleich beginnt der große Rosenfestumzug in Schlesien. Seit 51 Jahren besteht die Kapelle. Vor 6 Jahren wurde aus der alten Feuerwehrkapelle der Verein gegründet, Schlesener Schalmeinkapelle e.V. Ein herzliches Willkommen unserer Sportgruppe aus Schlesien. Was wäre ein Rosenfestumzug ohne Politik? Und das zeigen uns der Heimatverein aus Schlesien unter dem Motto: Die Weltenlenker, wir sind uns uneinig. Ja, Donald Duck, Miss Merkel, Penny, wie sie heute mal einig sind, ja, wir schaffen das, jo, wir schaffen das, nicht? Aber mal sehen, wann es soweit ist. Auf jeden Fall sehr passend. Und hier ist sie, wir präsentieren voller Stolz die Rosenkönigin 2018, Julia Mercedes. Sie ist junge 19 Jahre alt, um das Selfie zu machen mit unserer amtierenden Rosenkönigin 2018. Heimat- und Trachtenverein Würnitz auf unseren Umzug vorbereitet haben. Die prachtvollen Gewänder sind selbst genäht. Also ich könnte es nicht besser. Aus Radis 7 kleine Feuerteufel. Hallo, Georg. Eigene Schlesener Kavallerie. Der Herr Weiske mit seinem amerikanischen Ski, der ist Pionier der ersten Stunde und hat sich seinen Traum erfüllt. Er fährt auf viele Militärtreffen und er ist stolzer Besitzer dieses alten Jeeps Ford M151 aus dem Jahr 1966. Ahoi, Lieutenant. Ja, Jürgen Zimmermann, L08H. Er kommt mit seinem 190er Mercedes direkt aus Leipzig. Und wir freuen uns, dass er auch dieses Jahr wieder dabei ist. Er macht seit vielen Jahren Oldtimer-Fan-Treffen, nimmt daran teil. Und er war auch viele Male schon hier bei uns in Schlesien. Und wir freuen uns auch, dass er heute wieder da ist. Karl Krüger, er fährt ebenfalls ein Willis Jeep aus dem Jahre 1944. Dieses Fahrzeug gilt als U-Bahn aller Jeeps und wurde für die US-amerikanische Armee ab dem Jahre 1940 entwickelt. Und er hat noch ein Modell, ich glaube Churchill saß drin, er ist mit Sicherheit damit gefahren. Und jetzt hier zu unserem Rosenfestumzug. Herzlich willkommen, Karl. Steffen Masur mit einem Citroën, ist das ein Citroën? Das ist Citroën, cool. Aber es ist Müller, Baujahr 65. Ja, Sergei, alles Gute. Herzlich willkommen. PKW Munga, Munga aus dem Jahr 1963. Eine gute alte MZ. Ja, ist doch ein tolles Teil. Aus Klitschena, Christian Löw. Herzlich willkommen. Sie haben sich natürlich auch in diesem Jahr wieder ganz besonders geschmückt. Hallo Familie Rettel. Putti, Jan, David, Moses und Klausi haben das alte Handwerk der Zimmerei erlernt und sie machen natürlich auch traditionell eine Vorführung heute auf dem Dorfplatz. Da können sie erleben, wie es ist, mit einer Flasche Uri und einem Beil Holz zu bearbeiten.
auf jeden Fall, das alte Handwerk stirbt nicht aus. Danke, Jungs. Ja, so ist es schön. Mit Anton, dem Pferd, einem Sachsen-Anhaltiner Kaltblut, 10 Jahre alt und kräftig bei Futter, zieht ein Marathon-Trainingswagen, welcher für die Ausfahrten in die schöne Schlesener Umgebung genutzt werden. Friederike fegte die Wälder leer, da musste neue Technik her, sagt er. Und er hat einen Kubota B140-2, cooles Teil, natürlich neu. Und er hat auch ein bisschen was mitgebracht, was Friederike hinterlassen hat. Ein kleines Ständchen. Unser Frank Richter, er natürlich immer auf seinem Trecker unterwegs, denn er ist natürlich noch ein alter Bursche, er kennt das Handwerk noch, hat es von seinem Vater übernommen. Und ja, was ihr seht, Anwar, ihr seht, was seine Frau macht, die Beate. Ja, die lässt es sich gut gehen da hinten und sagt sich, ich tauche ab. Danke, Frank. Und danke, Beate, dass du uns zeigst, wie schön es sein kann, bei diesem Wetter einen Pool zu haben. Und wir freuen uns, dass er auch heute in diesem Jahr wieder dabei ist. Hallo, lieber Dietmar. Ja, der Dorfförderverein Selbitz grüßt die Nachbarn aus Schlesen. Sie besuchen uns heute und freuen sich auf ein Wiedersehen zum Selbitzer Dorffest am 25. und am 26. August in diesem Jahr. Norman und seine Freunde auf einem New Holland aus dem Jahr 1973 mit stolzen 35 Pferden. Ja, der GCC lässt es sich auch nicht nehmen, uns heute hier zu begrüßen, beglücken. Und der GCC kommt im Wumm. Also kein Knall, sondern einfach ein Wumm. Ja, Niklas Rigo. Die Nahverkehrsfreunde Dessau e.V. haben sich am 7.11.2015 gegründet und die lange Nahverkehrsgeschichte der Stadt Roßlau wird bewahrt durch den Niklas, ja. Er hat einen Omnibus, es war ein Berliner Stadtbus und er ist jetzt für private Sonderfahrten zu mieten. Ja, der Peter Panier mit dem Elverdeutz aus dem Jahr 1940. Zur damaligen Zeit wurde ja auch Bauernschlepper genannt. Die Älteren wissen vielleicht warum. Ich weiß es nicht, aber ich bin auch ein Stadtkind, das ist nicht schlimm. Ja, dann haben wir hier den Thomas Reiche. Er kommt aus Gräfenhainichen hier zu uns nach Schlesen mit seinem 14 Dexter Baujahr 64. 24 kW und 31 PS und das Ding fährt stolze 20 Kilometer pro Stunde. Mario Bindernagel mit dem IHC D21 7S aus dem Jahre 1959, stolze 17 PS und er kann auch mit Thomas ein Rennen fahren, denn sie fahren beide 20 km/h. Ja, der Klaus Wuso aus Radis ist auch wieder da mit seinem Eicher EKL 16 aus dem Jahre 1956 mit stolzen 16 PS und auch er fährt 20 km/h. Der Thomas Kralle, ist er nicht, die Nummer 31. Das ist der Willi Richter aus Radis mit seinem Güldner G30, hätte ich ja sehen müssen, ne? Mit seinem Güldner 30.
ist aus dem Jahre 65 und er fährt 6 km/h schneller wie die anderen. Er fährt stolze 26 km/h mit 32 PS. Und der Thomas Kralle aus Radis mit seinem Pioneer 40 PS, aber fährt auch nur 20 km/h. Ist ja auch gemütlich, nicht? So muss das sein. Immer schön easy und locker. Ja, René, unser Nachbar, René Schirmeister mit seinem Harz, Baujahr 57, ja, hat 42 PS, ja, ey, das ist der Beste bis jetzt, 42 PS und fährt aber nur 18 km/h, weil er braucht ein bisschen Kraft, ne? Und das muss man ja dann auf die Straße umsetzen. Herzlich willkommen, René. Ja, und der Holger hinten dran mit seinem RS081 aus dem Jahre 1955, 15 PS starkes Modell und 18 km/h. Kann er fahren, sieht sehr schick aus, vielleicht ein bisschen ein Dach drüber, aber ein Schirm tut's auch. Aber heute brauchst du keinen Schirm, denn heute regnet's nicht. Und Wilfried. Holger haben wir noch nicht. Doch, Holger hat man gerade, ja. Jetzt kommt der, noch ein Harzer. Ein Harzer, Baujahr 55, 57, auch mit 18 PS. Und ja, dann kommt keine Nummer, aber wunderschönes Blau und natürlich ein wunderschön Kriener Bulldog-Freunde. Ja, Axina Bulldog-Freunde, wir grüßen die Axina Bulldog-Freunde. Und zum guten Schluss unser Wilfried Ratsch mit seinem Deutz D25 aus dem Jahre 1960. 25 PS und er kommt aus Selbitz. Und den Abschluss bildet wie immer unser LF, ja, unserer Feuerwehr aus Schlesien. Roland sitzt daneben. Da gibt es wieder Kaffee und Kuchen gemacht von den Schlesener Frauen. Und auch einige Männer haben gesagt, wir machen Kuchen für den Kuchenbazar. Lassen Sie es schmecken. Ich wünsche Ihnen ein schönes, heutiges, wunderschönes Nachmittagsprogramm zum 46. Rosenfest. Jetzt ist der Heimweg angesagt. Wir freuen uns schon auf den Umzug 2019. Thank you.